Kollegen Matthias Mittelbeuch für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, herzlichen Dank, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich beginne mit einem Zitat und bitte um Aufmerksamkeit. Wenn der kleine Bäckerladen anständig und selbstverständlich seine Steuern zahlt und dadurch unser Gemeinwesen finanziert, der globale Kaffeekonzern sich aber davor drückt und sein Geld in Steueroasen parkt, dann geht es nicht gerecht zu in diesem Land. Eine zutreffende und richtige Erkenntnis des Kanzlerbewerbers der SPD bei seiner Nominierungsrede Ende Januar. Daraus zog der Kollege Schulz dann den Schluss und kündigte an, Steuerflucht müsse deshalb ein zentrales Wahlkampfthema werden. Die erste Erkenntnis war richtig, die zweite halte ich für weniger durchdacht. Denn er stellt damit auch Ihre Arbeit unter den Scheffel, der Kollege Schulz. Denn wir arbeiten ja hier seit Jahren an der Bekämpfung der Steuerflucht und ich glaube auch mit großem und gutem Erfolg. Und das werde ich Ihnen jetzt im Einzelnen auch auseinandersetzen. Ja, fangen wir mal an. Vor über 6 Jahren, im Jahr 2011, hat unser Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble gemeinsam mit seinem britischen und französischen Kollegen das Projekt gegen die Aushöhlung von Steuerbemessungsgrundlagen und Gewinnverlagerung, wir kennen das unter dem BEPS-Projekt, initiiert auf OECD- und G20-Ebene. Dort sind Regeln gegen die kreative Steuergestaltung der internationalen Konzerne festgelegt. Seitdem setzen wir hier regelmäßig und Schritt für Schritt Maßnahmen gegen den illegalen Steuerbetrug und gegen die legale Steuervermeidung um. Und auch hier nenne ich Ihnen nur exemplarisch. Im Oktober 2014 hat Wolfgang Schäuble wieder hier in Berlin den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten initiiert. Über 100 Staaten sind diesem Abkommen mittlerweile beigetreten. Und in Zukunft wird es nicht mehr möglich sein, dass ein deutscher Steuerbürger ein Auslandskonto eröffnet und wir in Deutschland davon nicht erfahren, sondern diese Dinge werden automatisch gemeldet. Fälle wie Uli Hoeneß oder Ali Schwarzer, über die wir hier in diesem Hause intensiv diskutiert haben, sind in Zukunft nicht mehr möglich. Das ist das effizienteste Vorgehen gegen Steuerbetrug bisher international, und das geht auf Initiative dieses Finanzministers Wolfgang Schäuble zurück. 2016 haben wir hier das Gesetz zur Umsetzung der EU-Amtshilferichtlinie beschlossen. Das initiiert den automatischen Informationsaustausch über die Tax Rulings, das sind die Steuerabsprachen. Wir kennen alle die Diskussion über LuxLeaks, die wir hier im Hause auch intensiv geführt haben. Und ich meine, das müsste auch Herr Schulz doch mitbekommen haben, der war ja da live vor Ort. Irgendwie hat er aber nicht mitgekriegt, dass wir ein Gesetz auf die Bahn gebracht haben, dass LuxLeaks in Zukunft nicht mehr möglich sind. Und wir haben in diesem Gesetz auch das Country-by-Country-Reporting gegenüber den Steuerbehörden beschlossen. Das lässt demnächst absolute Transparenz gelten über die steuerlichen Sachverhalte der Unternehmen in den verschiedenen Ländern und ermöglicht eine faire Besteuerung. Heute beschließen wir das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz gegen die Briefkastenfirmen in Steueroasen, Stichwort Panama Papers. Dazu wird gleich mein Kollege Feiler das Nähere ausführen. Und wir beschließen das Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken mit Rechteüberlassungen. Dabei geht es um diese Kaffeehausketten wie zum Beispiel Starbucks oder wir nennen sie mal für unseren Fall hier Buckstars. Buckstars ist in Deutschland tätig, hat viele Filialen, verdient hier viel Geld und müsste eigentlich auch gute Steuern zahlen. Buckstars hat aber irgendeine Partner- oder Tochtergesellschaft im Ausland, in den Niederlanden, in Irland, konzernintern und zahlt für Lizenzen dahin Geld. Das führt dazu, dass die Gewinne von Buckstars in Deutschland gemindert werden. Deswegen zahlen die hier effektiv wenig Steuern. Das wäre noch okay, wenn sie dann für die Lizenzeinnahmen im Ausland, in den Niederlanden oder in Irland, adäquat zur Kasse gebeten würden. Das ist aber leider auch nicht der Fall. Das heißt, am Ende zahlt dieser Konzern ganz wenig Steuern. Und das ist ungerecht und das ist wettbewerbsschädlich, vor allen Dingen auch gegenüber unseren Mittelständlern hier in Deutschland.
Und deswegen gehen wir dagegen jetzt vor mit einer Lizenzschrankenregelung. Das ist das gleiche Prinzip. Das ist das gleiche Prinzip wie bei der Zinsschranke. Die Zinsschranke funktioniert und die Lizenzschranke wird in adäquater Weise funktionieren. Und wer demnächst im Ausland dann nicht mindestens 25% Steuern zahlt, der kann das, was er in das Ausland zahlt, für irgendwelche Rechte oder Lizenzen bei uns dann demnächst nicht mehr steuermindernd geltend machen. Das ist richtig so, dass wir das tun. Und deswegen, und damit komme ich schon zum Schluss, beschließen wir auch heute zum wiederholten Male hier gleich zwei Gesetze, die grundlegend sind und äußerst wirksam werden gegen Steuerflucht und für mehr Steuergerechtigkeit. Uns wäre lieb, wenn Sie dem Kollegen aus Würselen vielleicht mal eine Kopie dieser Vorlagen zur Verfügung stellen. Dann wäre er im Hinblick auf den Wahlkampf besser informiert. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist jetzt für die Fraktion Die Linke die Kollegin Susanne.